Für die Anklage hat die Beweisaufnahme Folgendes ergeben. Der Angeklagte gibt selbst zu, im Besitz einer illegalen Waffe gewesen zu sein. Des Weiteren gibt er zu, von dieser Gebrauch gemacht zu haben. Licht. Es wurde eine Gusenberg und eine Ballpark Rifle gefunden, mit jeweils über 1000 Schuss. Er gibt hier an, es sei zum Eigenschutz gewesen. Boah, Rico, wir sind hier so gefickt. Wir sind gefickt, ne? Wir sind tot, wir sind so gut wie tot. Tötet, was geht! Ach du Scheiße, sind das viele! I'm going no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Los, du Muchkerl. Was ist? Der General wird gerade gefasst, Junge. Wie gefasst? Brauchen wir Hilfe. Wie gefasst? Ja, der wird gerade festgenommen und all so eine Scheiße. Wo denn? FIB Base. FIB Base? Jo. Offen. Ey, wir gehen alle gemeinsam rein, wenn das da gleich auf ist. Könnt ihr das aufmachen hier? Weil hier kann man eigentlich rein. Boah, gute Frage. Ich teste. Ist auf, Boys. Ist auf, kommt rein. Hier ist auch noch nix. Jungs, das wird cool sein. Aufpassen, die Räder uns drin ist. Abfahrt, Rainer, Abfahrt, unten rein. Einer aufpassen und der Rest mitkommen. So, Flossen hoch, alle Flossen hoch. Zack, zack, Flossen hoch. Flossen hoch. Warum rennt hier die LCN bewaffnet durch die Gegend? Weißt du, dass das Secret Service ist, ne? Hä? Junge, Presse halt. Zack, zack, Flossen hoch. Flossen hoch. Flossen hoch, sofort. Los geht's. So, pass! Halt die Presse, noch einmal durchsuchen. Ihr seid tot. Waffe weg, Kollege, komm. Du machst jetzt hier alle. Nimm die Waffe weg jetzt. Tausend wieder, Boys. So, hört mal zu jetzt. Wo ist Nikolai? Keine Ahnung, das geht nicht. Das hier auch wissen wir nicht. Wir sind bloß Leibwächter davon. Ja, wo sind die hin? Ich kann nicht sagen. Waffe weg. Sind im FIB abgekommen, sich wechseln. Endo, jetzt wird er geschossen. Ihr seid FIB. Nehmen bleiben oder beschießen. Wird geballert? Mach den Platz. Nein. In der Tür. Jungs, oben wird auf uns geballert. Gerade reingefahren, damit du Bescheid wisst. Drei Leute von dem da. Aufzug! Licht. Da sind so viele Bullen gerade, die kommen alle jetzt rein. Das ist das, gell? 10 Stück mindestens gleich. Naja, unten sind richtig viele. Oh, scheiße. Runter? Ey, hör auf zu labern, wenn du auf dem Boden liegst. Die rushen, aber richtig viele. Sonst nach unten zurückziehen. Oben ist auch der ganze Raum voll. Sitzt euch hier hinten, nicht nach oben. Kommt hier hinten lang. Hier hinten kann man durch, Leute. In den Aufenthaltsraum, hier hinten durch. Bis hinten durchgehen. Wenn die kommt, ficken wir die weg. Ja, aber hier können wir zu sehr nichts machen, Digga. Das sind zu viele. Boah, Rico, wir sind hier so gefickt. Wir sind gefickt, ne? Wir sind tot. Wir sind so gut wie tot. Tötet, was geht. Ja. Vorsicht. Ach du Scheiße, sind das viele. Was ist denn das hier? Ja. Herr Hanschön. In der Strafsache gegen Rico Mendoza, geboren am 7.9.1990. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeschuldeten folgenden Sachverhalt zur Last. Der Angeklagte stürmte am 15.01.2019 gegen 23 Uhr das FIB-Hauptquartier. Zusammen mit einer Gruppe von mehreren maskierten Männern. Eigener Aussage zufolge fuhren diese vom Würfelpark Richtung Bunker, wo ihnen vor Betreten eben diesen eine Waffe der Marke Gusenberg sowie eine Pump-Shotgun ausgehändigt wurde,
Diese benutzte er als Tatwaffe, um der sogenannten Gruppe den Bunker zu stürmen. Hierbei kamen mehr als 10 Menschen ums Leben oder wurden verletzt. Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten. Der Angeschuldigte wird der beschuldigt gemäß § 2 Absatz 3 StGB Besitz einer illegalen Waffe und oder Munition, § 2 Absatz 4 StGB unberechtigter Schusswaffengebrauch, § 3 Absatz 16 StGB Mord in mehreren Fällen, § 7 Absatz 4 StGB Angriff staatlicher Einrichtungen, § 7 Absatz 1 StGB terroristischer Akt, § 6 Absatz 2 StGB Gefangenenbefreiung, Beihilfe, § 5 Absatz 9 StGB Aufforderung zu Straftaten, § 5 Absatz 3 StGB Vermummungsverbot, § 5 Absatz 10 StGB Angaben falscher Informationen, § 7 Absatz 3 StGB Verschwörung vor. Ich erhebe die öffentliche Anklage und beantrage, das Hauptverfahren zu eröffnen. Terroristischer Akt ist hiermit so gegeben, wie Herr Fuchs selber bestätigt hat, war er dort und wurde auch verletzt. Herr Mendoza, Sie als Angeklagter haben nun das letzte Wort. Ja, also, Herr Präsident, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Chief of Police, passen Sie auch auf Ihren Arsch auf. Bitte achten Sie auf Ihre Wortweise, ansonsten werde ich Ihnen das Wort entziehen. Das ist kein Problem, ich rede trotzdem weiter. Wir sehen uns auf jeden Fall noch. Okay. Irgendwann komme ich raus aus dem Knast. Sie haben nicht mehr das Wort. Ach ja, und die Prinzessin da hinten meinte ich auch noch. Sie sollen still sein, ansonsten werden Sie in den Haftrakt gebracht. Sind Sie echt ruhig. Im Namen des Volkes von Los Santos ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird zu einer Haftstrafe von 635 Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von $253.000 verurteilt. Der Angeklagte zeigte zu keiner Zeit Reue und konnte dem Gericht nicht genügend beweisen, dass er zu den Straftaten gezwungen worden ist. Die Fahndung ist hiermit geschlossen und der Angeklagte geht in die Obhut der Exekutivbehörden über. Pass auf deinen Arsch auf, eine Süße, nicht nochmal ein Paletto tanken gehen. Stecken wir dich denn jetzt am besten hin? Pass lieber auf deine Frau auf. Weil glaub mir, das nächste Mal werde ich die nicht am Paletto-Tankstelle weiterfahren lassen. Mendoza, klappe jetzt. Sei leise, du Glatze. Was wird das jetzt? Wollt ihr mich jetzt verprügeln oder was? Ja, 1:1 nehme ich euch alle auseinander. Du drehst dich oben geradeaus, linke Zelle, rein da. Nee, ich will nach oben. Ich will nach oben. Nee, einen Scheiß werde ich tun. Mendoza, ich will so langsam pennen gehen, ne? Wenn du dich nicht benimmst, könnte es passieren, dass ich meine G36 fallen lasse. Und dass ich sie nehme und alle über den Haufen baller? Ja, das könnte passieren. Nee, dass ich auf einmal einen Schuss löse und du auf einmal zu großes Arschloch hast. Ja, pass auf, dass ich die EG36 dann nicht auffange. FNNDM. 187!